Willkommen zu einer kleinen Reihe von Screencasts zum Thema barrierefreie Tabellen in PDF-Dokumenten. Teil 1 behandelt die Erstellung von PDF-Dokumenten mit Tabellen aus Word 2016 bzw. 365. Teil 2 behandelt die Korrekturen der Tabellen mit Adobe Acrobat DC. Und Teil 3 zeigt die Korrekturen mithilfe des Tools Access PDF Quick Fix. Vorbereitet habe ich hier ein Word-Dokument mit zwei Tabellen, einer einfachen Tabelle mit ein paar Spalten und Zeilen. In dieser Tabelle, hier in der ersten Zeile, die Jahreszeiten, in der ersten Spalte Köln, Bonn, Düsseldorf und eine Summe. Diese Tabelle kann jetzt mithilfe des Office Designs formatiert werden. Sobald Sie auf die Tabelle klicken, erscheinen hier die Tabellentools mit Entwurf und Layout, den Registern. Und im Register Entwurf finden sich hier die Tabellenformatvorlagen. Die Tabellenformatvorlagen bieten die Möglichkeit, hier Rastertabellen zu erstellen. Und in diesen Rastertabellen wirken sich dann diese Tabellenformatoptionen aus. Das wäre zum Beispiel die Kopfzeile, die jetzt hier fett wird, eine etwas dickere Linie erhält. Die erste Spalte kann ich hervorheben. Die letzte Spalte hervorheben macht jetzt hier keinen Sinn. Das wäre nur dann, wenn da ein Ergebnis stehen würde. Aber die Ergebniszeile würde ich gern auch nochmal optisch ein bisschen aufpeppen. Es gibt hier dennoch gebänderte Zeilen und Spalten. In älteren Versionen hieß das noch verbundene Zeilen und Spalten. Das ist dann interessant, wenn ich hier in dem Office Design eine Variante wähle, die zum Beispiel ein bisschen kräftiger formatiert ist mit den Farben. Dann werden bei den gebänderten Zeilen bzw. Spalten die Zeilen und Spalten abwechselnd hell und dunkel formatiert. Brauche ich jetzt hier nicht. Ich wähle hier eine ganz einfache Variante. Für den Export als barrierefreies PDF-Dokument sind die Tabellenformatoptionen, insbesondere Kopfzeile und erste Spalte, nicht ganz unerheblich. Mithilfe dieser beiden Optionen, Kopfzeile und erste Spalte, kann ich diese als Tabellenüberschriften für die jeweiligen Spalten bzw. auch als Überschriften, hier die jeweiligen Städtenamen für die einzelnen Zeilen mit den Strukturelementen TH für Table Head definieren. Weiterhin gibt es hier in dem Word-Dokument eine sogenannte komplexe Tabelle, die sich dadurch auszeichnet, dass hier die Jahreszeit als verbundene Zelle über mehrere Spalten sich erstreckt und dass ich Hierarchien habe, hier die einzelnen Städte, die denn einer Überschrift hier nach den Regionen jeweils zugeordnet ist. Auch diese Tabelle kann mit den Tabellenformatoptionen für die Kopfzeile, erste Spalte und Ergebniszeile ausgezeichnet werden. Ich sehe aber jetzt hier, dass ich das Problem habe bei den obersten beiden Zeilen, die eigentlich beides ja eine Überschrift sind, dass diese Einstellung für die Kopfzeile sich nur für die oberste, für eine Zeile auswirkt. Ich muss jetzt über Layout und Eigenschaften der Tabelle definieren, dass die obersten beiden markierten Zeilen, dass die beide Kopfzeilen darstellen sollen, über diese Option im Register Zeile gleiche Kopfzeile auf jeder Seite wiederholen. Dadurch habe ich beide Zeilen zu einer Kopfzeile gemacht. Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit, die beiden Zellen hier miteinander zu verbinden, so wie ich das auch bei der Jahreszeit vorher gemacht hatte. Dies lasse ich aber jetzt mal bei diesem Beispiel außen vor, weil das nachher zusätzlichen Bearbeitungsaufwand zur Folge hätte. Nun kann ich das Dokument als PDF abspeichern. Über Datei exportieren steht mir die Möglichkeit PDF-XPS-Dokument erstellen zur Verfügung. Ich sollte bei den Optionen nochmal schauen, ob die Option Textmarken erstellen mithilfe von Überschriften aktiviert ist. Das führt dazu, dass beim PDF-Dokumenten Lesezeichen erstellt werden und ich kann mir gegebenenfalls das Dokument auch dann direkt anzeigen lassen. Hier habe ich jetzt das fertige PDF-Dokument. Für die Barrierefreiheit relevant ist die Struktur der Tags
Und das entsprechende Tag-Fenster kann ich mir hier im Navigationsbereich einblenden. Ich sehe, dass ich hier die Strukturen für die Tabelle habe. Auch die komplexe Tabelle ist mit Tags versehen. Ob diese Tags denn jetzt auch wirklich korrekt sind, das könnte ich hier in Acrobat überprüfen oder besser mit dem PDF Accessibility Checker. Mit dem kostenfreien Accessibility Checker kann ich PDF-Dokumente prüfen auf Barrierefreiheit nach dem ISO-Standard PDF-UA. Seit Dezember 2017 liegt PAC 3 auch deutschsprachig vor. Mein eben erzeugtes PDF-Dokument kann ich hier auf den PAC 3 draufziehen. Dann wird es geprüft und ich bekomme entsprechend eine Meldung, dass das Dokument nicht konform ist nach dem ISO-Standard PDF-UA. Das ist im Prinzip immer so, denn es gibt Fehler, die bei Word-Export immer auftauchen. Wenn wir uns den Detailbericht anschauen, dann sehen wir, dass bei den Metadaten die PDF-UA-Kennzeichnung nicht vorhanden ist, dass die fehlt. Das ist immer bei Word-Dokumenten der Fall, beziehungsweise beim Export aus Word heraus. Bei den Strukturelementen sehen wir Fehler bei den Tabellen und wenn wir uns das genauer anschauen, gibt es einmal eine Warnmeldung, reguläre Tabellen, und es gibt eine Fehlermeldung, Zuweisung von Kopfzellen. Wenn wir hier nochmal etwas genauer drauf schauen, dann sehen wir, dass es hier bei der einfachen Tabelle, wenn wir hier runtergehen, dass bei den Überschriften jeweils ein Fehler auftaucht. Und da fehlt das sogenannte Scope-Element. Das heißt, es ist nicht definiert, dass zum Beispiel die Überschrift Köln zuständig ist für die Zeile, beziehungsweise hier der Frühling zuständig ist für die Spalte. Bei den regulären Tabellen, da sehen wir, dass es hier Fehler bei der komplexen Tabelle gibt. Bei der komplexen Tabelle gibt es das Problem, dass die verbundenen Zellen bei der Jahreszeit, dass die nicht korrekt in das Word-Dokument übernommen werden. Das lässt sich auch zeigen anhand der Screenreader-Vorschau. Die Screenreader-Vorschau, die visualisiert die Struktur und in dieser Strukturansicht kann ich mir anzeigen lassen, ob die Tabellen sauber aufgebaut sind. Und dann sehe ich hier schon bei der komplexen Tabelle die Jahreszeit. Die Überschrift, die müsste sich über vier Spalten ziehen, die zieht sich hier aber nur über eine Spalte, die steht hier über Frühling. Damit habe ich hier eine irreguläre Tabelle, weil das sogenannte Col-Span-Attribut nicht vorhanden ist oder nicht korrekt gesetzt ist. Das sind Korrekturen, die müssten in Acrobat, Professional oder mit Tools wie beispielsweise Access PDF Quick Fix korrigiert werden, was ich in einem weiteren Screencast zeigen werde. Alles in allem bietet Word aber schon eine ganz gute Grundlage. Das Ergebnis des Word-eigenen Exportes kann sich durchaus sehen lassen, wenn es auch noch ein paar Korrekturen mit Adobe Acrobat oder mit Access PDF Quick Fix geben muss. Ich hoffe, Ihnen hat der erste Teil gefallen. Sie finden weitere Informationen auf unserer Webseite und in den sozialen Medien auf DFEDV bzw. Come to Publish. Vielen Dank.